Das Ganze hat hier noch Strom. Das ist hier der perfekte Aufbau für ein Punktspiel. Ja, Freunde, das ist natürlich besonders schön. Da sind so wie bei meinem Nachbarn zu Hause überall die Reste im WC. Hier sah es noch so aus, als ob da hinten noch jemand liegt. Kann ich auch noch nicht sagen, dass der da nicht wirklich liegt. Also das ist hier alles sehr, sehr merkwürdig. Hier, Freunde, sehr, sehr lebendig. Hier liegen noch die Videokassetten mit dem Dschungelbuch, mega alte Telefone und noch Jacken und so weiter. Und hier ist die Telefonnummer von Dr. wie auch immer. Arzneimittelschränke, die Gott sei Dank leer sind. Aber das hier ist schon sehr, sehr, sehr persönlich, muss ich sagen. Hier mit so einem Filmumschlag und hier liegen noch die richtigen Jacken der Freunde, ein Hörspiel und so ganz persönliche Sachen. Da, ihr wisst es, Freunde, geht es mir immer so ein bisschen... Ah, ihr hört das, hier sind auch noch persönliche Sachen. Das sind immer so Sachen, wo ich sage, die sind sehr persönlich. Auch hier schön die Urinade, aber das sind Sachen, das ist schon, wo es immer so ein bisschen kribbelt bei mir als Urbexer. Hier ist noch lecker Schokolade. Und auch hier so ganz persönliche Sachen noch. Hier liegen noch Unterlagen, die ich jetzt nicht extra durchgucken möchte. Und auch, ja, so ein paar Utensilien für, ich sage mal, nicht ganz Gestorbene. Ja, Freunde, ne? Also, wenn wir keine Diebe wären, dann würden wir es hier. Guckt euch das an. Eine modernste Stereoanlage mit KB. Und wir weisen darauf hin, Vasen und Kerzen dürfen nicht verzehrt werden. Ach nee, sollen nicht auf den Fernseher gestellt werden. So rum. Ich dachte, die sollen nicht verzehrt werden. Ja gut, ich rede schon wieder viel zu viel und auch viel zu viel Blödsinn. Wir werden mal ein bisschen noch die Bilder sprechen lassen. Was, ein Bewohner getroffen? Wir gehen, glaube ich, mal wieder in den schöneren Teil des Gebäudes. Moment, Ruhe, Leute, ist das schön. Man muss auch die Gruppe mal einen Moment hinter sich lassen. Ihr hört schon, ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück, sonst kriege ich heute Ärger. Freunde, ich soll hier rechts in das Zimmer gehen. Und hier sieht es irgendwie aus wie bei Karl Friebe im Gerümpelladen. Also nicht nur die alte Kommode, hier riecht es auch nach Gerümpel. Und hier ist... aber wirklich jede Menge. Was für mein Zuhause, dass ich noch mal ein bisschen besser kann. Und auch ansonsten, ja, ist hier so die Herbstdeko am Start. Und ihr seht es, da ist nicht nur die Herbstdeko, sondern auch die Nachbarn. Die wollen wir natürlich nicht wecken. Das ganze Zimmer voll mit Gerümpel. Na gut, Freunde, ihr seht schon, hier wird gelacht. Das ist auch gut so. Und wir gehen einfach mal weiter, machen hier auch das Türchen zu, dass wir hier keinen stören. Und dann geht es weiter durch diesen leckeren Gang. Hm? Brauchst du denn einen Lederkopf? Nee, 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 bloß nicht. Yeah. Freunde, ihr hört es schon, ganz heiße Situation. Hier ist Asche und Aschenbecher und jede Menge. Und hier steht noch das Mineralwasser auf dem Tisch. Also hier sieht es mir so aus, als ob hier wirklich noch was am Start ist. Wir gucken, ob hier noch Strom ist. Hier ist auf jeden Fall La Traviata. Hier liegen noch die CDs und hier hängt auch noch der Samsung-Fernseher. Und wenn ich diesen Raum so sehe, muss ich sagen, der gefällt mir schon ziemlich gut.
Ihr seht es, das, was der Graf am liebsten hat. Ich kann mich hier eben ein bisschen schlecht konzentrieren. Guckt es euch an. Alte Postkarten, aber richtig alte von 1954. Die liegen hier, die sind leider, doch, die sind sogar beschrieben, Freunde. Guckt es euch an. Mit 80 Pfennigmarken und so weiter. Und die sind hier wirklich auf dem Schrank gelagert. Auf so einem ganz alten Schrank, wo ich natürlich mal ganz vorsichtig auch reingucken werde. Und der ist auch voll mit Sachen wie CDs, Büchern und so weiter und so weiter. Und das ist doch mal was ganz, ganz Persönliches. Also das muss man wirklich mal sagen. Mein lieber Scholli nochmal. Das hat mal was. Ich mache hier den Schrank natürlich auch vorsichtig wieder zu. So. Freunde, es geht weiter in die Küche. Und ach, ihr hört es, ich rede wieder Blödsinn. Küche ist da hinten und hier ist die alte Nähmaschine mit Garn drauf. Sehr, sehr schön. Wisst ihr ja, hier unten treten, oben kneten. Nein, das ist ja Quatsch. So ein Blödsinn, wollen wir erzählen. Das Teehaus ist das. Hier geht's ins Teehus, auch sehr schön. Und ihr hört, hier ist das Teehus. Hier riecht es zwar nicht nach Tee, aber es ist das Teehus. Das, was mir an dem Teehus am besten gefällt, ist, dass man hier gut rausgucken kann und sehen kann, dass wir wahrscheinlich noch nicht wirklich aufgeflogen sind. Das ist das Schöne bei so einem Objekt. Seht ihr, hier kann ich ganz schnell der Sicherheitsdienst kommen. Und da kommt auch schon ein Nachbar. Da müssen wir mal ganz kurz das Licht ausmachen. Ja. Freunde, ihr wisst, der Graf kann Klavier und auch Keyboard spielen. Aber ich befürchte fast, dass wir hier keinen Strom mehr haben. Ich habe es geahnt, wir haben Strom. Das wird natürlich von mir verlangt. Das wünsche ich mir schon immer mal auf dem Lost Place. Ich gebe die Kamera mal weiter. Es darf kurz gefilmt werden. Es knackert und knirscht ein bisschen, aber... Das muss reichen, Freunde. Sonst mache ich einen Musikkanal auf und keinen Lost Place Kanal mehr. Also, Orgel geht und wir gehen mal weiter. Danke fürs Halten. Hier, danke fürs Spielen. Gerne. Irgendwie so eine schicke Decke drunter, warum auch immer. Und wo ich hier wirklich immer staune, auch hier ist wieder ein... ein Soundsystem. Und zwar von Sony. Ein relativ gutes, gar nicht so altes Soundsystem. Und ja, auch die schöne Musik von Rudi Schurike. Und die Wiener Musik. Das sind natürlich Musiken, wo ich sage, yeah, die arme Störanlage. Freunde, ich soll mich nicht erschrecken und ich erschrecke mich nicht. Drei Hexen auf einem Haufen, das ist ein bisschen viel, aber das macht gar nichts. Und auch hier wieder, ich kann es euch nicht mehr alles zeigen. Hier sind noch Kegel. Alte Kegel sind hier noch. Kühlschränke sind hier noch. Hier könnte man noch locker arbeiten. Hier ist ein Schreibplatz. Und hier könnte man der Sache mal auf den Grund gehen, von wann der ganze Kram ist. 2018. Mhm. 2018, das deckt sich mit dem. Also die Versuchsflaschen, die ich gefunden habe, das Besteck war bis 21. Ihr habt es gehört, bis 21 haltbar. Also die Förderschäden 2%. Ja, könnte das schon hinkommen. Und auch hier noch ganz nette, die ich leider verpixeln muss, Bewohner. Unheimlich sympathisch, aber wahrscheinlich auch schon jenseits von Gut und Böse. Und hier wirklich unendlich viele Sachen. Ich glaube, wenn ich das alles filmen würde, dann machen wir da einen Fünfteiler draus, 90 Minuten. Und das wollen wir natürlich nicht. Hier nochmal ein ganz alter Plattenspieler. Kein Plattenspieler. Ein altes Roulette-Spiel. Ja. Das ist ja auch mal cool. Das ist noch besser als ein Plattenspieler. Ups. Wir gehen mal weiter am nächsten Soundsystem vorbei. Also die müssen hier richtig Party gehabt haben in der Bude. Durch eine kleine Küchentür und wir sind in einer nicht ganz so schönen Küche. Huch, hier geht es nochmal weiter, wo ich gar nicht weiter will. Und hier sind wir in einer Küche, die aber auch noch gut eingerichtet ist auf jeden Fall. Ich meine, Kaffee kochen weiß ich nicht, würde vielleicht funktionieren. Die guten alten Melitta-Kaffeemaschinen. Und hier... Was? Keine echte. Ah, okay. Und hier natürlich wunderbar, hier könnte der Graf kochen. Da muss er nicht nur zu Hause kochen. Hier schimmelt es noch ein bisschen in der Butze. Aber ansonsten ist diese Küche, da geht es in den Keller des Grauens, ist diese Küche, ja Leute, schön. Hier steht noch der Zucker. Und hier muss ich mal ein bisschen mit dem Licht haushalten. So. Und dann gucken wir mal, ob hier noch das Brot drunter angeht. Nee, da sind nur die toten Mücken drunter. Hier liegt noch das gute Silberbesteck von WMF. Jawohl. Und hier auch so ein schöner Coca-Cola-Kühlschrank. Der würde bei mir zu Hause auch gut hinpassen. Aber wir wollen da keinen Blödsinn erzählen. Ja, gucken hier nochmal rein. Es ist alles sauber und leer.
Und hier hat der Küchenmeister gesessen. Jawohl, ja. Schön, hier hängt noch das Jäckchen. Ja gut, hier ist ein bisschen die Abluft durchgegangen, aber sonst ist das doch ein schickes Büro hier. Schön mit so einem Kissen, wo ich mich jetzt mal auf die alte Urinade setze und mir so vorstelle, wenn ich hier gearbeitet habe. Da wurde dann der Blumenkohl angesetzt und den Doloroso-Salat. Und ja, ich weiß nicht, warum die hier so ausgezogen sind, aber hier ist noch alles am Start. Hier ist nichts. Ich hab's schon gefunden. Ja, hier ist alles noch so, als ob ich arbeiten kann. Der Fuhrpark ist bestellt. Nur das Telefon geht nicht mehr. Gut, dann kann ich natürlich auch nicht kochen. Wenn das Telefon nicht geht, kann ich auch nicht kochen, Freunde. Ganz eindeutig. Und auch hier wieder Kalender aus 2019. Und auch wieder schön, meine Heimatstadt wird erwähnt, wenn wir auch weit weg sind.